Hallo und willkommen hier zu einem kleinen Tutorial von Fares Freund hier auf diesem Kanal. Ja, ich würde in diesem kleinen Tutorial, ich muss mal sehen, wie viele Tipps und Tricks es werden. Ich denke mal so um die 10. Möchte ich noch mal ein bisschen genauer in die Materie reingehen zu gewissen Punkten, wie das Ganze so funktioniert. Ein paar grundlegende Tipps habe ich in einem anderen Tutorial euch schon mal erklärt. Das würde ich euch gleich oben rechts in der Infobox verlinken, wenn ihr es noch nicht gesehen habt, dann schaut doch auch da gerne noch mal rein. Vielleicht ist da auch noch mal was Hilfreiches für euch dabei. Ansonsten, wenn ihr es schon gesehen habt, bleibt gerne dran. Ich würde sagen, wir starten auch direkt rein. Als erstes würde ich noch mal ein bisschen genauer auf die Felder eingehen. Wir haben ja fünf verschiedene Fruchtarten, genauer gesagt, für unsere Felder. Wir haben einmal die Bohnen. Dazu gehören natürlich die Bohnen. Und dazu gehören auch die Erbsen. Dann haben wir das Wurzelgemüse. Das besteht aus der Steckrübe und der Karotte. Wir haben einmal den Flachs. Den Flachs nehmen wir ja zur Herstellung von Kleidung. Der ist hier unter Leinen für sich gefasst. Dann haben wir unsere drei Getreidearten. Einmal den Weizen, der uns besonders viel Getreide bringt, der allerdings auch sehr viel Fruchtbarkeit aus den Feldern uns zieht. Dann haben wir einmal den Buchweizen, der bringt weniger Ertrag, schont aber auch etwas den Boden. Und dann haben wir einmal den Roggen, der ist so ein Zwischending aus beiden. Und alle drei zusammen bringen uns halt Weizen. Und dann haben wir ganz zum Schluss nochmal das Blattgemüse. Das ist einmal der Kohl und einmal der Lauch. Ich denke mal, das erklärt sich von selbst. Und hier unten dann nochmal die beiden Sonderdinger, den Klee als Dünger und den Bauern zur Feldpflege. Genau, das nochmal dazu. Ihr seht das auch hier oben, wenn wir dann in unsere Nahrungsvorräte reingehen, schön aufgeteilt bei den Gemüsesorten. Und Getreide ist dann halt das Brot, das ist das Weiterverarbeitete. Das sieht man nur in dem Ressourcen. Fenster, da haben wir dann noch einmal Getreide, also alles die drei Getreidesorten zusammengefasst. Und dann haben wir hier nochmal den Flachs. Na, also diese beiden Sachen sind so für sich. Das Getreide wird dann weiterverarbeitet zu Mehl und Brot. Oder aber auch, es wird für unser Vieh für den Winter genommen. Genau, was kann man zu den Feldern noch sagen? Eine wichtige Sache ist noch, das hier oben habe ich ja bereits erklärt, wie man auf 100% Fruchtbarkeit kommt. Wenn ihr das noch nicht wisst, dann schaut auf jeden Fall in dem anderen Video nochmal vorbei. Ich verlinke euch das auch zum Ende des Videos hin nochmal. Da haben wir einmal hier den Regler. Das ist jetzt natürlich ein Feld, wo man das nicht braucht. Müssen wir mal zu meinen anderen Feldern gehen. Wenn ihr den Spielstand, wenn ihr euch interessiert, schaut doch auch gerne mal in meinem Let's Play vorbei. Da seht ihr, wie die Stadt entstanden ist. Genau, das haben wir hier einmal. Da haben wir hier einmal den Regler. Da können wir hier quasi mit Sand und mit Ton das Feld mehr in die Mitte rücken. Und dadurch bekommen wir dann einen Ertragsbonus auf unsere Frucht. Das ist je nach Frucht auch unterschiedlich. Das Problem ist halt einfach nur, wenn ihr das jetzt für das Getreide quasi einstellt, genau, dann ist das hier. Aber dann ist das beim Kohl auch. Also entweder ihr müsst das wirklich jedes Jahr für jedes Feld und jede Frucht extra einstellen. Oder ich habe es so gemacht, dass ich alle Felder immer durchgeklickt habe und für meine Hauptfrucht bei mir mal Getreide oder Flachs angepasst habe und der Rest, ja, da lebe ich dann halt mit ein bisschen Abzug. Das ist dann halt so, aber das ist mir dann einfach zu viel Micromanagement. Da habe ich ehrlich gesagt keine Lust zu. Und es ist auch so gut machbar. Genau, kommen wir zum zweiten Punkt, den ich gerne mal ansprechen würde. Und zwar ist das das Gold. Wie komme ich an Gold? Wie mache ich Gold? Und wo wird es am Ende gelagert? Ihr seht es oben rechts, wir haben einmal die fünf verschiedenen Steuerarten. Einmal für unsere Häuser. Das sind die, also quasi die erste Ausbaustufe. Dann für unser großes Haus. Für unser Herrenhaus. Wo ist es? Wo habe ich mal eins? Moment, jetzt muss ich mal ganz kurz. Großes Haus, Herrenhaus. Das hier ist das Herrenhaus, war? Genau, für unser Herrenhaus. Genau, diese drei Arten der Häuser erstmal. Und jetzt muss ich mal überlegen, Luxus, was war ein Luxus?
Marktplatz ist nochmal extra. Luxus weiß ich jetzt gerade gar nicht. Das muss ich euch im Zweifel nochmal nachliefern. Da muss ich mir jetzt nochmal, das muss ich nochmal rausfinden. Da bin ich mir gerade nicht sicher. Auf jeden Fall kriegen wir einmal über die Häuser unser Gold. Logisch, je größer das Haus oder besser gesagt, je weiter die fortgeschrittene Stufe ist, also Stufe 2 bringt natürlich mehr wie Stufe 1. Und das Herrenhaus bringt natürlich mehr wie das Großhaus, ist logisch. Der nächste Vorteil bei aufgewerteten Häusern ist auch, in das passen 6 rein und in das kleine Haus passen 4 rein. Also je nachdem, wie gut eure Häuser aufgewertet sind, umso mehr Leute passen auch in eure Stadt rein. Genau, dann haben wir noch den Marktplatz. Das ist klar, der Marktplatz, der ist hier. Der produziert, je nachdem, wie viele Häuser er im Umkreis hat und wie gut er mit Waren versorgt ist, die Goldbarren. Genau, da kann man halt sagen, je mehr Häuser, je mehr Marktplätze, umso mehr Geld nimmt man auch ein. Das ist klar. Genau, kommen wir. Achso, dann ist noch eine wichtige Sache als Goldeinnahme, die auch meine Hauptgoldeinnahme ist, ist natürlich hier drüben die Gießerei. Ihr seht, wir können hier einmal Eisen herstellen und wir können Gold herstellen. Die Goldbarren werden hergestellt aus Golderz und Kohle. Das ist jetzt natürlich gerade die, die Keim zerstellt. Genau. Hier haben wir die eine Gießerei, die dann quasi auch noch Gold herstellt und mich dann zusätzlich noch mit Goldbarren versorgt. Ja, wo wird denn das Gold gelagert? Standardmäßig wird das Gold in euren Lagern gelagert. Ich habe das hier allerdings rausgenommen, weil das sehr schnell, gerade wenn ihr so viel Gold habt, eure Lager füllen kann. Deswegen habe ich noch eine extra Schatzkammer. In der Schatzkammer ist ordentlich Platz. Ihr seht es hier, 20.000. Da kann einiges passieren. Und ich denke mal, ich habe jetzt auch zwei mittlerweile schon. Und damit kann man dann ordentlich Gold lagern. Hier werden auch eure Rüstungen drinnen gelagert. Und damit ist das Gold auch relativ sicher. Ihr könnt es gut lagern. Gebündelt auch lagern. Könnt dann entsprechend um die Schatzkammer rum wahrscheinlich auch die Verteidigung erhöhen. Ich habe hier immer mein eines Fort und einen Wachturm geschützt. Dadurch sind die gut geschützt. Wenn Räuber kommen, werden die gut und einfach abgewehrt. Ja, kommen wir zum nächsten Punkt, den Handel. Um Handel zu treiben, braucht ihr auf jeden Fall erstmal ein Handelszentrum. In diesem Handelszentrum habt ihr eure ganzen Waren, die ihr in eurer Stadt habt, hier einmal aufgelistet. Jetzt haben wir natürlich gerade den Fall, dass kein Händler da ist. Ist natürlich doof. Ich kann ja mal weiterlaufen lassen. Vielleicht kommt ja einer. Ja, es leckt noch, weil ich gerade geladen habe. Lade einmal durch, dann geht es wieder flüssiger. Habt ihr alle eure Waren, die ihr in eurem Lager habt, die an eurem Lager sind, könnt ihr allerdings noch nicht handeln. Ihr müsst sie erst in das Inventar des Handelszentrums bringen und das macht ihr, indem ihr hier vorne Gegenstände zum Handelsposten verschieben, einfach einmal draufklickt. Dann könnt ihr hier im Gesamtlager einsehen, wie viele ihr im Gesamtlager habt und wie viele im Handelsposten sind und könnt ihr einfach drüben entweder die Zahl eingeben, dann springt das automatisch um. Oder ihr schiebt hier den Regler hin und her. Das wäre natürlich auch noch eine Möglichkeit. Wir machen das jetzt einfach mal so. Stellen mal 30 ein. Jetzt wird hier, leuchtet hier das Männchen auf, dass der Gegenstand gelagert wird. Die Gegenstände werden von euren von den zwei Arbeitern, die ihr im Handelszentrum einstellen könnt, dorthin transportiert von den Lagern aus. Deswegen empfiehlt es sich, den Handelsposten immer in der Nähe euer Lager zu bauen, damit einfach die Wege nicht so weit sind und das Ganze schneller geht. Die transportieren jetzt quasi diese 30 Räucherfleisch vom Lager zum Handelsposten. Wenn ihr wollt, dass diese 30 hier oben, diese 30 Räucherfleisch immer drin sind, auch wenn ihr sie gerade verkauft habt, dann gibt es hier vorne noch die Möglichkeit auf Lager halten. Wenn ihr das jetzt einschaltet, also auf Ja, dann wird automatisch immer dieser Bestand, den ihr hier eingestellt habt, gehalten. In dem Moment quasi, wo ihr Sachen verkauft oder ja, in dem Moment, wo ihr Sachen verkauft, werden die automatisch wieder nachgeholt. Kann ich euch jetzt leider nicht zeigen, weil gerade hier ein Händler da ist, das ist ein bisschen ärgerlich.
Genau, und soweit ist das schon gesagt. Das Gold, was im Handelsposten ist, könnt ihr auch über Goldtransfer ganz einfach hin und her schieben. Wenn ich jetzt das zum Beispiel so einstelle, dann wird das alles, dann müssen jetzt meine Leute ganz schön rennen, wird das alles in die Schatzkammern, wenn ihr welche gebaut habt, gebracht oder halt in den Lagern quasi gehalten. Und genau. Ja, was gibt's als nächstes zu sagen? Ganz wichtig, wenn ihr eure Stadt anfangt und plant, um eure Häuser aufzubauen, aufzuwerten, warum wir jetzt mal eins so aufwerten können, hier, habt ihr verschiedene Voraussetzungen. Die ganzen Gegenstände, die ihr hier braucht und die Ressourcen, das ist einfach zu bekommen, das ist kein Problem. Das Problem ist immer der Attraktivitätsbonus. Den Attraktivitätsbonus könnt ihr durch verschiedene Gebäude bekommen. Oder aber auch durch Parks. Um Parks bauen zu können, weil die eine relativ kleine Reichweite haben. Ich kann euch das gerne zeigen. Dekoration. Suchen wir uns hier einfach mal einen Park raus. Einen mittelgroßen Garten. Ihr seht, die alle hell erleuchteten Häuser. Das ist relativ begrenzt. Es ist ziemlich klein. Solltet ihr auf jeden Fall immer Platz lassen. Also ich mache es immer so, dass ich eine Häuserreihe baue. Zwei, drei Kästchen freilasse für Parks. Und die nächste Häuserreihe baue. Mit Gebäuden dann. Hier zum Beispiel das Krankenhaus und die Schule, die eure Attraktivität erhöhen. Aber auch natürlich die Kneipe. Und hier drüben haben wir es einmal stehen, das Theater. Ist es dann eigentlich relativ leicht, euer diese 85% Attraktivitätsbonus zu bekommen. Die Parks können auch gut aufgewertet werden. Einige Statuen können auch aufgewertet werden. Und so ist es eigentlich ganz easy und leicht zu bewerkstelligen und dann die Attraktivität hochzubauen. Wichtig ist halt wirklich bloß am Anfang und auch später dann, lasst Platz dafür. Also wenn ihr keinen Platz habt, müsst ihr eure Stadt regelmäßig umbauen und das ist halt ärgerlich, zeitaufwendig und muss ja einfach nicht sein. So, wir nehmen mal wieder auf Pause. Ja, jetzt ist mir gerade auch noch eingefallen, dass ich bei Geld und Steuern ganz vergessen habe, die Ausgaben zu erklären. Was haben wir denn für Ausgaben? Ja, wir haben verschiedene Ausgaben. Wir haben immer die Dienste. Die Dienste sind alle Sachen, wie zum Beispiel der Rattenfänger. Das ist ein Dienst, der stellt, macht, also hier ist ein Mitarbeiter drin, der ist ein Rattenfänger. Das kostet euch Geld. Da gibt es noch andere Gebäude zu. Zum Beispiel das Krankenhaus. Das ist alles darunter gefasst. Dann die Soldatenausbildung. Ich denke mal, das erklärt sich von selber. Das ist der Unterhalt der Soldaten. Je mehr Soldaten ihr habt, umso mehr Soldaten ihr habt, umso höher sind auch eure Ausgaben. Und die Unterhaltung, das ist auch nochmal eine einfache Geschichte. Das ist alles, alle Gebäude, wo nichts drin ist. Also wo leerstehende Gebäude. Ich weiß gar nicht, ob der Brunnen. Nee, der nicht. Die sind darunter gefasst. Das ist meistens nicht viele. Das ist immer nur so ein bisschen. Und die einmaligen Geschichten, das ist dann zum Beispiel, wenn ich jetzt hier einen Park bauen würde, das kostet Geld. Das fällt dann darunter. Das wurde in dem Monat halt abgezogen und ist im nächsten Monat dann wieder weg. Genau. Kommen wir zu den Imkereien. Ich habe jetzt schon ein paar Mal auch in Let's Plays und so, die ich von anderen YouTubern, die ich geguckt habe, mitbekommen, dass man immer doch überlegt, wo stellt man Imkereien am besten hin. Und da gibt es eine ganz einfache Möglichkeit, einen kleinen Trick, den ich euch gerne zeige. Wir gehen einmal auf Ressourcen, nicht auf Nahrung. Und hier auf die Imkerei. Und dann seht ihr hier, wir haben meistens immer so 60, 50 Prozent Honigbonus. Aber wenn ihr die Imkereien einfach hier so mitten auf die Felder setzt, dann seht ihr schon, hier am Rand sind schon 70 und hier, wo mehr Felder drin sind, sind schon 80%. Und dann setzt ihr hier einfach die Imkerei auf die Felder und schon ist euer Honigproblem gelöst. Macht das einfach auf jedes Feld, was ihr habt oder hier in die Nähe von Gärten, das ist manchmal auch eine Option, einfach in die Stadt reingesetzt. So, die Imkereien, die kosten nicht viel, die brauchen keine Mitarbeiter. Das ist eine ganz einfache Geschichte. Kann man überall schön verteilen. Alles Zupflaster mit Imkereien, je nachdem wie viel Honig man braucht. Und man hat dann, ja, siehst du, ich brauche sogar wieder welchen.
hat man nie ein Honigproblem. Das ist eine einfache Geschichte, das kann man gut lösen. Genau. Als letzten Punkt würde ich gerne nochmal die Brunnen ansprechen. Gerade weil das auch bei mir lange Zeit ein Problem war, bis ich da mal rausgefunden habe, wie das doch eigentlich ganz einfach zu lösen ist. Ihr seht es ja, wenn ich hier auf, halt, das ist falsch, wenn ich hier auf I drücke, dann haben wir einmal hier die Grundwasserkarte. Je blauer, desto mehr Grundwasser, je heller, desto weniger. Wenn ich jetzt hier einen Brunnen habe, einmal hier ziemlich im Hellen, dann habe ich das Problem, dass der einen Bonus, einen Geländewasserbonus, nur von 45% hat. Wenn ich jetzt natürlich noch einen Brunnen daneben setze, wird das noch weniger, dann überschneiden die sich und das ist dann nochmal negativ. Also Brunnen auch niemals zu nah aneinander setzen. Klar kann ich die Förderung am Ende auch noch durch verbessern, aber am besten geht es, wenn man es so macht wie bei dem Brunnen hier unten, Bäume rundherum. Bäume haben den Vorteil, wenn man hier auf Dekoration geht, könnt ihr die ja ganz einfach pflanzen. Ihr seht hier den Radius quasi der Bäume. In diesem Radius holen die Grundwasser hoch. Die heben quasi den Grundwasserspiegel an. Ihr seht, hier ist das alles ein bisschen blauer und rundherum ist es heller. Diese Bäume heben quasi das Wasser hoch. Deswegen auch immer mal ein paar Brunnen in der Stadt haben, wo ihr einfach Bäume rundherum pflanzen könnt, wie hier zum Beispiel. Das hilft schon enorm. Also ich habe auch viele Brunnen oder einige Brunnen, wo ich das nicht habe. Aber das ist schon eine ordentliche Hilfe und es verbessert die Brunnen und die Wasserversorgung allgemein in der Stadt doch schon erheblich. Hier sehe ich auch gerade, dass ich zwei Brunnen aneinander habe. Das ist natürlich auch dämlich. Da reiße ich gleich meinen ab. Eine zweite Möglichkeit ist es natürlich, eure Brunnen auch entsprechend hier ans Wasser zu bauen. Da habt ihr natürlich auch einen hohen Bonus. Da ist halt nur das Problem, ich bezweifle, also ich gehe mal davon aus, dass die wenigsten Städte von euch direkt am Wasser gewachsen sind oder gebaut worden sind. Und damit fällt das halt aus. Also einen gewissen Teil der Stadt wird man so versorgen können, aber bei Weitem halt nicht alles. Und da kommen dann halt die Bäume ins Spiel, heben den Grundwasserspiegel an. Eine ganz einfache Geschichte. Funktioniert schnell, ist effektiv und kostet auch nicht viel Geld. Genau, ansonsten, wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, schreibt sie doch gerne in die Kommentare. Ich versuche so schnell wie möglich drauf zu antworten. Ansonsten hoffe ich, dass ich euch bei ein paar Problemen helfen konnte, dass ich vielleicht eure Stadt auch ein bisschen verbessern konnte. Wenn ihr noch Anregungen habt, ein paar andere Tipps vielleicht, die jetzt noch nicht erwähnt wurden, schreibt sie doch sehr gerne in die Kommentare. Würde mich sehr freuen. Und ansonsten verlinke ich euch jetzt nochmal das erste Tutorial von mir. Und dann sage ich danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.